Ab 2014 sollen Strom- und Gasnetze in Niedersachsen mit weniger als 100.000 angeschlossenen Verbrauchern nicht mehr von der Bundesnetzagentur reguliert werden. Das beschloss jüngst das rot-grüne Landeskabinett. Stattdessen sollen die Netze von einer Regulierungskammer des Umweltministeriums verwaltet werden. Zuständig dafür seien im neuen Jahr ca. 5 Mitarbeiter, deren Aufgabe es unter anderem sein wird, Netzentgelte zu überprüfen. Umweltminister Stefan Wenzel hofft damit auf eine effizientere Netznutzung. Eine automatische Preissenkung könnte er jedoch nicht versprechen.